360 Minutes Art. Eine Gruppe von Künstlern. Eine Ausstellung für nur 360 Minuten. Eine Digitaluhr zeigt die verbleibende Zeit. Das Dokumentieren der Ausstellung ist nicht gestattet. Die Kunstwerke existieren nur für die Menschen, die zu dieser Zeit an diesem Ort sind. Ist die Uhr bei Null angelangt, werden alle Kunstwerke, die nicht verkauft wurden, verbrannt. Die Frage kommt für mich oft, wie wir uns fühlen werden, wenn wir das verbrennen. Das kann ich natürlich jetzt noch gar nicht sagen, aber das ist ja ein Prozess. Wir hatten ja ein halbes Jahr Zeit, uns zu verabschieden von unseren Arbeiten. Und wenn wir es mit dieser Aktion schaffen, das Werk für nur 6 Stunden intensiv wahrgenommen wird von den Besuchern, dann haben wir doch mehr erreicht, als wenn das 2 Jahre um die Welt von Wechselausstellung zu Wechselausstellung gelaufen wäre. Da werden die Kunstwerke brennen. In den Dingern. Hier wurden die Leute untergebracht, bevor sie in den Gerichtssaal geführt wurden. Und wahrscheinlich auch so genau in den Stundenzeitraum, den wir uns jetzt auch ausgedacht haben mit den 6 Stunden. Also so 4 bis 6 Stunden Wartezeit in den Zellen. Ja, kann sein. Passt ja. Und das sind die ganzen Verewigungen hier oben. Ist alles mit Feuerzeug? Hier, ja, das Feuerzeug. 2002 ist das älteste, oder? 2002 war das Gericht hier noch in Betrieb. Ja, das ist es. Wahnsinn. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Kunstwerk hier oben, aber dass das tatsächlich die Verewigung der Gefangenen sind. Ja. Also viele sagen jetzt, du kannst doch so einen Ort nicht wählen, der so aufgeladen ist, mit so viel Leid vielleicht auch. Wer weiß es schon. Aber ich finde es spannend. Also ich finde die Räumlichkeit an für sich schon interessant. Ich würde hier ja schon zur Ausstellung gehen, nur um mir die Räumlichkeiten anzuschauen. Ich muss noch nicht mal mehr die Kunst sehen. Ich stehe da, ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ich habe keine Ahnung, ob nach 1,5 Stunden, ob eine Bild von mir verkauft wird oder nicht. Ich finde es, das für mich bereichernd. Jeder kennt es, viele Kunstwerke kannst du dir nicht im Buch anschauen, nicht im Internet, weil du brauchst die Haptik, du brauchst die Größe, du brauchst die Wirkung in echt. Und wie schaffen wir es halt, die Leute dorthin zu bewegen, dass sie sich die Sachen in live anschauen? Und einer der Argumente ist halt, dass ich nur dann eine Möglichkeit habe, die Werke mir anzuschauen, wenn ich innerhalb dieser 6 Stunden wirklich vor Ort bin. Ansonsten würde ich was verpassen. Und wer will denn in unserer heutigen Zeit noch was verpassen? Darauf ist ja alles ausgelegt. Ja, nichts verpassen wollen. Wir schlagen quasi die Besucher mit ihren eigenen Waffen. Ich finde das geil. Müssen die Leute endlich mal raus, vom Rechner weg, in die Realität zurück. Das ist durch die Bank alles dabei. Zwischen 650 bis 5000 Euro ist alles vertreten. Wir reihen uns so in dem unteren Segment, so um die 1000 Euro pro Werk. In dem Bereich reihen wir uns ein. Dann los! Stellt euch zu euren Bildern und verkauft sie. Wir brauchen Geld. Werdet reich, Kinder. Ja, wir sind natürlich schon 10 Minuten zu spät und gerade bei einer Sache, wo es eigentlich um Pünktlichkeit und Zeit geht, ist es natürlich komplett fail. Aber das war wohl zu erwarten. 12 Minuten. Super Idee. Ich finde es echt eine super Idee, weil die Leute einfach mal wieder den Wert von Kunst
zu schätzen lernen, vielleicht im besten Fall. Ich glaube, dass auch in diesen Bildern, auch wenn jetzt einige nicht mein Geschmack sind, das Herzblut der Künstler drinsteckt und die jetzt nicht produziert sind nach dem Motto, wir machen mal was und das wird hinterher weggeschmissen. Dieses sich entscheiden müssen, will ich das jetzt haben oder will ich es nicht haben? Also ich habe auch ein Bild gekauft, weil ich es einfach ganz toll finde, nämlich von dem Herrn Sauer. Und also ich finde es einfach, also man muss es einfach mal erlebt haben. Und es ist fast wie so ein Rennen, ja. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Bild verkauft. Und wir haben noch 1,5 Stunden. Ich weiß es nicht, wie es mir dabei gehen wird. Weil der Moment ist noch nicht gekommen. Wir sind noch im Jetzt. Klar habe ich meine Kunstwerke verkauft, das ist halt, trotzdem ist das Gefühl so mittel, ja. Meine Werke sind alle ins Feuer gegangen, aber das ist auch ein Gefühl von Reinigung. Das ist, wenn die Leute wohl da, das ist Kunstwerke nehmen, egal nach. Auf Volume 2. Auf Volume 2, oder?